Hallo meine Lieben, da bin ich mal wieder zu einem Video und zwar zu einem Do-it-yourself-Video bzw. Bastel mit mir Video. Wie ich es nennen werde, weiß ich noch nicht. Ich habe noch Rest Silikon und das möchte ich jetzt gern aufbrauchen, aber ich bin immer noch der Vermutung, dass das alles zu wenig ist. Ich habe alles schon mal angefangen festzukleben. Ich möchte diese kleinen Rosen und so abformen. Und ja, die Rosen, also beziehungsweise die Sachen vom Action. Ich warte gerade noch, bis das ein bisschen angetrocknet ist. Danach hole ich sie mit euch raus. Danach fülle ich sie mit euch mit Resin. Und ihr seht dann auch das Endergebnis. Ich hoffe, es funktioniert alles so, wie ich es möchte. Und ja, ich weiß nicht, das ist noch recht viel. Ich werde jetzt mir die abschneiden. Hier ringsrum, weil ich werde es jetzt aufbrauchen, da ich das nicht mehr aufheben möchte. Ich nehme da gleich mein großes Cuttermesser und es steht schon eine Weile da. So, das machen wir dann. Die Schere geht vielleicht einfacher, aber das klebt. Ich hätte es jetzt alles auch in den Becher schütten können, aber ich finde es immer so Verschwendung. Muss mal gucken, ob ich das. Ich muss im roten größer schneide, bei dem weißen ist es mir zu. Zu niedrig geworden. Und ihr müsst da echt aufpassen. Das war noch zur Post. Aber oh, die hat jetzt noch zu. Ärgert mich heute schon wieder. So, jetzt habe ich es geschafft. Das Stück hier abschneiden. Jetzt habe ich hier weit auf. Jetzt mache ich das Weiße und das Rote. Kennt ihr das alles? Das ist das Silikon, glaube ich, von Brettermann. Ja, das Tri-Factory ist ja grün und für Resin sind die beide gut gedacht. Ja, das ist das Rest, das schütte ich das alles zusammen. Das machen wir jetzt verrühren. Ich muss mir gerade mal Feuchttücher holen. Nicht meine Hände verklickert. So. Und das rühren wir jetzt mal schön um. Und ich vermute, das ist einfach viel zu viel. Aber das sieht meistens immer mehr aus, als es ist. Hier gerade noch was fest, so nebenbei, falls es nicht reicht, dass ich noch was habe zum
abformen. So. Ich bin noch Faden hängen, den machen wir mal. Ich denke, das ist gut umgeheuert. Was ist denn da die Trocknungszeit? Das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall. Schütte ich das jetzt hier drauf. Das ist sogar schon fast. Okay, das bis zum Rand. Das ist egal. Aber ich glaube, ihr habt irgendwo gesehen, die gehen da mit dem Feuerzeug drüber. Das wusste ich gar nicht, dass man das machen kann, weil die Bläschen, die steigen jetzt auf. Das lasse ich jetzt mal hier an der Seite. Dann kommen wir zu dem. Bisschen, weil und das sieht man schon, in Wirklichkeit ist es nicht viel, wenn das so eine Form ausfüllt. Da habe ich jetzt die verkratzte Seite genommen, was mich ein bisschen ärgert, aber ja gut. Jetzt kann ich hier noch die machen. Das Silikon wird schon fest. Das hat für das, was ich wollte, hat es gereicht. Finde ich richtig cool. Noch eine. Man sieht, dass es schon fest ist. Weiß gar nicht wieso, aber es funktioniert wahrscheinlich trotzdem noch. So, ein bisschen mache ich gleich raus, dann mache ich den Rest da drüben noch rein. Wäre ein bisschen schade, das zu verschwenden. So. Das war's mit der Vorbereitung. Alles schön sauber machen wieder. Und ja, jetzt müssen wir das trocknen lassen. Das ist gerade 30 Minuten. Aber ich lasse es wahrscheinlich länger als 30 Minuten trocknen. Außer ich stelle es jetzt raus auf den Balkon. Das schöne Wetter und dann trocknet es wahrscheinlich schneller. Ja. Dann bin ich mal gespannt,
Und dann sehen wir uns im nächsten Teil. Bis gleich. So, meine Lieben, die Formen sind trocken und ich bin mega gespannt. Ich mache als erstes mal die kleinen. Ich hole mal mein kleiner Mini-Mülleimer für den Schreibtisch. Stelle ich mal hier hin. Ja, die Unterlage ist auch nicht mehr die sauberste. Und hole mal mit euch die raus. Mal gucken, wie sie aussehen. Oh, ja, das hat sie jetzt vollgebracht. Also so sehen sie schon aus. Schon mal. Das kann man nicht schmeißen. Also ich denke mal, das Endresultat wird man halt dann eh erst sehen, wenn sie gegossen sind. Aber ich bin echt mal gespannt. Das ist die hier. Ich kann die mir ja auch aufschneiden, weil das Plastik brauche ich ja nicht mehr. Autsch! Da müsst ihr immer aufpassen. Ich finde halt gut, dass sie nicht so ganz drüber gelaufen sind. Das war jetzt diese hier. Kann man hier dann am Rand noch ein bisschen abschneiden, aber hier sind Blasen dran, sehe ich. Seht ihr das? Ich glaube nicht, dass ihr das seht. Hier ist eine Blase dran. Naja, schade. Aber gut. Ist handgemacht, was will man mehr? Also, hier ist eine Blase, eine kleine. Hier. Ich versuche es euch mal zu zeigen. Hier. Und hier. Ja, die zwei. Mal gucken, ob noch mal irgendwo. Das ist immer lustig, das Silikon bleibt immer kleben. Noch mal irgendwo. Bisschen dran sind. Das war diese hier. Hier ist eine kleine. Hier ist eine. Ja, sind ein paar Bläschen drin. Also, das sieht man ja dann wahrscheinlich wirklich erst, wenn die komplett, wie sagt man, gegossen sind mit Harz, ob man sie verwenden kann oder nicht. Ich denke mal, es ist handgemacht. Handgemacht kann nicht hundertprozentig perfekt sein. Das ist meine Meinung. Und das war die Rose hier. Hier, da ist auch eine Blase. Und zwar hier. Und da hinten. Aber wie gesagt, das sieht man komplett fertig halt erst, wenn die Rosen gegossen sind. Die kann man ja dann jetzt natürlich auch wieder weiterverwenden. Aber bei der habe ich keine gesehen, bei der ersten. Nee, die ist perfekt geworden. Gut, jetzt wollte ich die wegschmeißen. Mal kurz schauen, das war die. Ich glaube, das war die, das war die und das war die, dass ich die da drauf stelle. Dann machen wir hier weiter. Das ist einmal hier die. Also der Kleber klebt echt gut. Das ist der Alleskleber vom Action.
Und da ist auch kaum was drunter gelaufen. Also die Form ist cool. Und das werde ich mir dann nachher abfummeln. Dann kann ich die weiterverwenden. Ja, das dann waren einmal die zwei. Also die drei waren das. Ja. Das werde ich mir nachher sauber machen. Und das ist die Form. Da kann man hier gerade das hier so abmachen, das dünne, was da absteht. Oh, und das Silikon, das klebt immer an den Händen. Aber die gefällt mir sehr gut. Die ist gut geworden. So. Oder man lässt es dran, weil nach einer gewissen Zeit, wenn man da Harz reinmacht, dann geht es automatisch weg. So, aber ich bin so jemand, mich stört es. Kann man halt dann hier so entlang schneiden und dann ist es auch wieder weg. Und auch da sieht man dann das Endresultat erst, wenn es draußen ist. Also gegossen ist. Machen wir hier die kleinen. Auf die bin ich ja mal mega gespannt, ob die was geworden sind. Ah ne, das ist nicht die kleine, das ist die Eule. Und da hat es eine total eine ist total versunken im Harz. Im Harz, im Silikon. Oh Mann, ich bin halt wieder voll Banane. Und wie ich schon gedacht habe, hier hat es die Risse von der Eule mit abgeformt. Ja. Hier ist komplett eine Silikon verschwunden. Das könnte man jetzt hier theoretisch aufschneiden. Aber ich glaube, die ist nichts geworden. Nee. Aber das sieht man, wie gesagt, ich wiederhole mich, aber das sieht man halt wirklich echt erst, ob man, und da ist eine Blase drin, na super, seht ihr das, hier ist eine Blase drin, na super, und da am Ohr auch. Ich werde sie trotzdem gießen und sie testen. So. Da ist noch ein Fützel. Also die kann man gar nicht nehmen. Die Blume. Hier, das ist eigentlich rund. So. Eigentlich finde ich die auch recht schön. Mich ärgert es halt nur, dass ich die verkratzte Seite genommen habe und die gerade Seite war leider schon mit Kleber voll. Also die Seite, die ich eigentlich nehmen wollte. Ich schneide hier gerade nur den Rand gerade ab. So. Und das ist die. Das sind die kleinen und die Eule. Die werde ich natürlich auch alles weiterverwenden. Den Kleber kriegt man ja gut weg. Eigentlich. Oh. Ich möchte die Eule auch nicht kaputt machen. Naja, mache ich später raus. Das war hier diese Form. Und jetzt hier die mit den kleinen. Ich habe meine Paris-Box missbraucht dafür. Und die kann man ja danach wieder benutzen. Das ist ja nicht das Thema.
Na, komm. Das ist echt. Aber wieso soll ich euch das nicht zeigen? Das entspricht ja der Wahrheit. So. Und das kann man einfach rausmachen, dann kann man die Box wieder normal nutzen. Und bin ich mal gespannt. Also hat hier mal den Überschuss machen. Also so sieht sie aus. Und da habe ich halt eben diese Blumen reingemacht. 6 Stück von jedem. Und dann von den diesen hier 6 und von den ganz kleinen. Hey, da bin ich so gespannt, ob das funktioniert. Und das waren diese hier. Das werden wir dann auch gleich noch zusammen austesten. Das schneide ich gleich weg. So, das war diese Form. Jetzt kommen wir zu der letzten. Also nach unten. Und da ist auch eine ganz dran verschwunden. Also ich finde es immer lustig. Aber die kann man ja danach alle wieder benutzen. Ich wiederhole mich. Ich bin dermaßen gespannt, ob das funktioniert. Da könnte man sogar jetzt sogar 2 Schichten gießen. Einmal gelb und einmal eine andere Farbe. Davon habe ich nur 2 gemacht. Oder ja. Da ist noch. Ne, 3 sogar. Und die muss ich aufschneiden. Aber das ist ja nicht. Problem. So. Und das war diese Form. Und ich werde mir jetzt Harz anrühren und werde sie mit euch noch befüllen. Ja. Also dann bis gleich. So, mein Harz ist angerührt. Ich nehme jetzt mir mal einen Becher und fülle mir ein bisschen da rein. Mal gucken. Ich will schwarze Blümchen machen. Ja. Rühre mir das in Schwarz an. So ein bisschen durchsichtiges Schwarz. Ja, ich finde es cool. Ich werde da klein machen. Nehme meinen Zahnstocher. Leg mir das da zur Seite und fülle mir das hier rein. Mal gucken. Klopf ein bisschen.
können wir sogar noch einen Tropfen mehr reinmachen. Ich bin so gespannt. Da war jetzt wahrscheinlich so. Ich streife das dann immer so ab. Wenn es mir zu viel ist. Und ich habe noch ein Blechtuch. So. Dann putze ich das hier weg. Und dann ist das auch schon. Vorbei. So, dann haben wir die Reihe schon mal. Dann machen wir die noch in schwarz. Da wird wahrscheinlich. Und diese hier. Dann habe ich ja noch die. Richtig. Die Form ist, glaube ich, ein bisschen schief. Ja. Aber ich dürfte. Ich denke, das wird der Form jetzt nichts aus, also den Teil jetzt nichts machen. Wenn ihr den Krach hört, das ist meine Mams. Mama? Mams. Keine Ahnung, was die hier draußen wieder macht. Auf dem Balkon. So. Hier. Bin ich mal echt gespannt, wie das wird. So. Jetzt habe ich noch schwarz übrig. Für den Mond reicht es nicht mehr. Dann doch noch die Rose hier. Alle großen in schwarz, macht ja auch nichts. So, dann kommt das in Müll. So. So und so. Da möchte ich, dass die zwei Farben nehmen. Meine Mutter macht Sandale, falls man das hören sollte. So.
Zahnstocher. Mein Zahnstocher, ja. Das andere stelle ich mal kurz auf die Seite. Ja. Seht ihr, was ich mache? Ich denke mal, ja, ich weiß nicht, ob das für euch langweilig ist, wenn ich das immer so mit euch zusammen mache. Könnt ihr mir mal gern schreiben. Das interessant findet. Ich wollte ja auch mal ein Live-Video machen, aber ich weiß nicht so recht. Wie und was? Könnt ihr mir mal vielleicht Ideen unter die und die Kommentare schreiben? So, dann mache ich die andere Seite rosa. Dann nehme ich jetzt einfach den. Und wie gesagt, wenn mir das zu voll ist, dann gehe ich einfach mit dem Stab so rüber. Und das kann man ja dann wegputzen. Das ist ja nicht das Thema. Aber ich vergesse es meistens immer. Kennt ihr doch bestimmt auch. So, dann ist die Form auch fertig. Und ich glaube, ich habe zu viel Harz angemischt. Ich habe ja noch die Eule. Dann machen wir das mal. Nimm die. Ich probiere die jetzt doch. Die Eule muss ich auch noch. Jetzt haben wir noch die hier. Dann machen wir eine in lila hier. Und bin gespannt, wie viele Blasen damit rauskommen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Was ich hier da denke. Ja. Weg. So. Und dann haben wir noch die. Und das möchte ich in beiden Farben haben. Okay. Mische ich dann so. Den Mond auch. Dann auszudrucken und gucken wir mal, ob es für die Eule auch noch reicht. Ja. Ja. Und das lasse ich dann jetzt auch so trocknen. Ja. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich sie raushole. Also zum letzten Teil. Bis dann. So, meine Lieben, da bin ich. Und zwar zu dem Poprot. Ich habe hier noch andere Sachen gegossen gestern. Ich hatte zu viel Resin angemischt. Die machen wir gerade mal zum Anfang. Und zwar diese Flossen. Oh, die sind noch ein bisschen weich.
gefällt mir auch sehr gut. Ich glaube, die sind weich, weil sie in der Sonne gestanden sind. Richtig schön. Aber die sind jetzt schon ziemlich lange ausgehärtet. Dann hier das Kreuz. Das ist das Schwarz mit lila Pigment. So. Richtig schön. Okay, die habe ich dann alle zweimal, weil ich habe alle gegossen. Ich mag den Mold. So. Und bin echt gespannt, was ihr zu dem Video sagt. Ja. Fangen wir mal mit den hier an. Wow. Die gefällt mir richtig, richtig gut. Sie leichte Blasen drin hat, finde ich es nicht schlimm. Die ist auch richtig, richtig schön geworden. Okay, da hat ein bisschen Harz gefehlt. Sieht man, aber die können wir trotzdem noch benutzen. Fangen wir hier. Noch nehmen wir die. Auch richtig, richtig süß. Das oben muss ich abschneiden. Ja, auch ein bisschen abschneiden, aber das ist richtig, richtig süß. Okay, die ist kaputt. Die auch. Also sind jetzt hier die kleinen. Finde ich auch richtig, richtig putzig. So. Oh, hier ist noch eine. Ich habe gedacht. Aber die ist. Schaut mal richtig süß. Die Flügel. Boah. Richtig schön. Und hier der Mond. Gefällt mir mega gut. Dann haben wir hier die. Oh, da ist ein Loch. Seht ihr? Ja. Die mache ich auch gleich weg, weil bringt mir ja nichts. Ja, auch schade. Aber es funktioniert. Und ja, hier ist auch leider eine kleine Blase dran. Aber ich finde es richtig, richtig schön. Ich hoffe, ihr erkennt alles, aber die zwei werde ich mir aufheben. Richtig, richtig süß. Und ich denke mal, man das öfters gemacht hat, dann hat man es auch mal raus. Hier sind jetzt diese Blumen. Finde ich auch richtig schön.
Hier ist noch eine Hose. Ja, aber die hat auch zu viel. Kommt weg. Die hat auch leider zu viel Löcher. Und so. So, jetzt kommen wir auch zu den Kleinen. Die sind, glaube ich, nichts geworden. Schaut mal. Da fehlt Harz. Obwohl, die könnte. Ja, also. Ich finde es nicht schlecht, aber die ist, das war meine Mom, da muss ich später mal gucken, ob ich die noch mal gieße. Die sind schön, also die. Ja, die sind was geworden. Die Rosen. So. Ja, bei uns gibt es gerade Mittagessen. Deswegen hat meine Mama gesagt, dass das heißt, falls sie das gehört hat. Na, die ist nichts geworden. Na, die auch nicht wirklich schaut. Da fehlt die Hälfte. Naja, ich finde, es fehlt überall Resin. Das muss ich nochmal machen. Und dann lasse ich euch mal wieder teil dran haben, beziehungsweise im Pop-Out-Video dann. Aber wie man sieht, man kann es abformen. Man braucht nur etwas Handhabung. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir mal scharf, würde ich mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Video und bis bald. Tschüss.